Also im Wasser und saß schon einer drin. Und ich war also der Zweite, der das Boot erreichte. Und im Laufe des Tages und im Laufe der Nacht, noch in dunkler Nacht, kamen auch noch Leute dazu, waren wir schließlich 21 Mann. Karl Otto Dummer überlebte in einem anderen Rettungsboot. Er hat zwei Bücher über das Unglück geschrieben und trägt weiter Details aus Archiven zusammen. Wie ein riesiges Puzzle, das einfach nicht fertig werden will. Die Akte Pamir wird Dummer wohl nie schließen. Auch heute stößt er immer noch auf Dinge, die seiner Meinung nach falsch dargestellt werden. Sogar das eigene Erleben der Katastrophe. Das ist auch das, was immer wieder, sagen wir mal, versucht wurde oder auch heute noch wird, mir einzureden, hör mal, du musst doch fürchterliche Angst gehabt haben. Wenn ich Angst gehabt hätte, würde ich heute nicht hier sitzen. Das Einzige, was ich hatte, war ein ganz, ganz klarer Kopf. Du willst hier raus, du musst hier raus. Und du kommst hier raus. Ausschluss vorbei. Die 50er Jahre bescherten den Deutschen ein Wirtschaftswunder und neuen Wohlstand. Man konnte sich wieder was leisten. Der Schiffbau war Motor des Aufschwungs. Deutschland durfte mit einer eigenen Handelsflotte wieder Flagge zeigen auf den Weltmeeren. Das war hier ein Wiederaufbau zur See. Es war ungeheuer. Das muss man erlebt haben. Ich war eigentlich jeden Tag entweder zum Stapellauf oder auf einer Probefahrt oder was auch immer. Wir, unser Wirtschaftsweltwunder, unser Wirtschaftswunder begann wirklich hier mit der Seeschifffahrt. Doch dann erschütterte eine Nachricht das Land. Am Morgen des 21. September 1957 gerät das Segelschulschiff Pamir mitten im Atlantik in einen Hurricane und sinkt. Eine Schreckensmeldung jagt die nächste. Lange bleibt unklar, wie viele Seeleute gerettet werden konnten. Erst 9 Tage nach dem Unglück und dem Abbruch der Suchaktion steht fest, nur 6 haben überlebt. 6 von 86. Die meisten Ertrunkenen waren nicht einmal 20 Jahre alt. Das schlug bei uns wie eine Bombe ein. September, 21. September, als wir hörten, Untergang eines der letzten großen, stolzen Viermastschiffe. Ich weiß, zu Hause, meine Mutter hat also buchstäblich richtig lange geheult. Das war ein Stück Geschichte, was sie mit diesem Schiff verband, mit der Pamir. Mein Vater wollte früher in Deutsch-Südost anfangen als Kaufmann. Dann kam der Erste Weltkrieg, er wurde zwangsverpflichtet. Diese Laufbahn war vorbei und immer an der Pamir hat sich verbunden die Idee der großen, weiten Welt, der weiten Reise, des Rauskommens aus der Enge der eigenen Nation, der eigenen Städte. Und plötzlich, als die Pamir unterging, ich glaube, das war bei uns besonders intensiv, war dieser Traum nachträglich vorbei. Sportlich ging es uns gut, politisch ging es uns gut. Es war alles in Ordnung. Und plötzlich wurde uns mit einem Faustschlag des Schicksals gezeigt, Kinder, seid friedlich, noch bestimmen andere Kräfte der letzten Konsequenz, was hier vorgeht. Lähmendes Entsetzen ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Und dann natürlich das Sagen so, wieso, warum, weshalb, was ist da passiert? Denn hinterher betrachtet muss man sagen, es war eigentlich das Ende der Segelschiffszeit unter der Frachtsegler mit Ausbildung für junge Kadetten. An der schwedischen Südküste wurden Monate später Wrackteile der Pamir angetrieben. Die deutschen Frachtsegler waren weltberühmt, die Pamir besonders solide gebaut. Niemand rechnete damit, dass ein so großes und starkes Schiff untergehen könnte. Wie oft ist sie um Kap Horn gefahren und unter ganz anderen schweren Bedingungen? Und ist immer rumgekommen und man kannte ja auch verschiedene
Leute da an Bord und sagt, na, die machen das schon, das gibt's gar nicht, dass sie irgendwie untergehen könnte. Wir hatten die Nacht kaum geschlafen, weil wir doch sehr häufig darüber nachgedacht haben. Aber ich wollte auch nichts mehr hören davon. Mich hat das sehr getroffen. Ich habe gesagt, das stimmt alles gar nicht. Die kann überhaupt gar nicht kentern, das gibt's gar nicht. Ich habe selbst Barbero erlebt, 35 Grad Schlagseite, macht überhaupt nichts aus. Das ist ein starkes Schiff, wir haben Vertrauen dazu. Sollen Sie sehen, dass die kommen alle zurück, das stimmt alles gar nicht. Ich habe es bis zuletzt nicht geglaubt. Edna Plich ist 18, als sie vom Verschwinden der Pamir erfährt. Ihr Vater Fred Schmidt, der erste Offizier, war Seemann aus Leidenschaft. Bei dieser Reise sollte er eigentlich gar nicht dabei sein. Fred Schmidt hatte seiner Familie versprochen, sich zur Ruhe zu setzen. Erst in letzter Minute ging er an Bord. Nur diese eine Reise noch, hatte er seiner Tochter gesagt. Nach ein paar Tagen kam mein Bruder nach Hause, der eben auch von Mittelamerika rückfahrend war. Und ich erinnere mich genau, als er nach Hause kam, dass er an der Tür von meiner Mutter gleich bedrängt wurde und sie ihn fragte, gibt es Hoffnung? Und er sagte nein. Das war für uns der Punkt, an dem wir eigentlich unsere Trauer beginnen mussten, aber es passierte nicht. Der Untergang der Pamir ist für die deutsche Seeschifffahrt die größte Katastrophe nach dem Krieg. Die Trauer im In- und Ausland war auch deshalb so groß, weil die Besatzung zur Hälfte aus minderjährigen Jungen bestand. Sie machten ihre erste Ausbildungsreise auf einem Schiffstyp, der unter Kritikern als Dinosaurier der Meere galt. Als die Viermastbark Pamir Ende Juli 1905 bei der Hamburger Werft Blohm und Voss vom Stapel lief, war das Werftalltag. Ein weiteres Arbeitspferd unter Segeln, wie ihre Schwesterschiffe, deren Namen alle mit P begannen. Wegen ihrer Schnelligkeit konnten diese Tiefwassersegler sogar mit Dampfschiffen konkurrieren. Die Engländer nennen sie respektvoll Flying P-Liner. Und die Arbeiter von Blohm und Voss sind noch heute stolz auf ihre Windjammer. Weltberühmt wurden unsere Segelschiffe für den Reederleis. Die Flying P-Liner. Peking, Pirat, Parsival, Passat, Pamir. Ja, es ist die Pamir noch, so ein 28er bei einer Sturmfahrt um Kap Horn. Diese Segler luden Salpeter in Chile und Weizen in Australien. Durch ihre massive Bauart aus Eisen und Stahl trotzten sie selbst schwersten Stürmen. Der Mythos der Flying P-Liner stand für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Geschwindigkeit. Verantwortlich für diesen Mythos war die Hamburger Reederei Ferdinand Leis. Noch heute ist das Kontorhaus in der Altstadt der Firmensitz. Dort wusste man Ende des 19. Jahrhunderts, dass gegen Dampf- und Motorschiffe nur äußerst starke und schnelle Segelschiffe bestehen können. Deshalb baute Leis seine Flotte auf deutschen Werften, verwendete nur hochwertiges Material und heuerte erstklassig ausgebildete Seeleute an. Ferdinand Leis gehörte zu den mächtigsten Kaufleuten der Hansestadt. Charismatisch, clever, kompromisslos. Und er hatte Humor. Den Anfangsbuchstaben P wählte er für seine Schiffe nach seiner Gattin Sophie, die wegen ihrer Haartracht Pudel genannt wurde. Schiffe wie die Pamir, fast 100 Meter lang, mit 3800 Quadratmeter Segelfläche an 50 Meter hohen Masten, waren Königinnen der Meere. Doch mit Romantik hatte ein Großsegler nichts zu tun. Das sind Arbeitsschiffe gewesen, auf denen eine Arbeit verrichtet werden musste, um Güter von A nach B und wieder von B nach A zurückzubringen. Rein wirtschaftliche Gründe. Und jede Hand, die dort an
Bord mitfuhr, wurde auch für eine bestimmte Aufgabe gebraucht. Es war also nicht, dass man sogenannte Flautenschieber hatte, wo man sich einen guten Tag machen konnte. 1931 verkaufte Leis die Pamir. Sie fuhr keinen Gewinn mehr ein. Der finnische Reeder Gustav Eriksson erwarb das Schiff und hielt es in Fahrt. Noch heute liegt der ehemalige Leissegler Pommern in Mariehamn. Hier auf den Orlandinseln besaß Eriksson eine stattliche Flotte von Frachtseglern, bis der Krieg für die meisten das Ende brachte. Die Pamir entging 1951 dem Abwracker nur knapp. Der deutsche Reeder Heinz Schlieven wollte an die Ära der Großsegler anknüpfen. Er ließ die Pamir und ihr Schwesterschiff Passat als frachttragende Segelschulschiffe umrüsten. Umstritten, doch Schlieven bekam Unterstützung von höchster Stelle. Die Viermastbark Pamir ist das erste Segelschulschiff der deutschen Nachkriegshandelsflotte. Bundespräsident Heuss ließ es sich nicht nehmen, an der Probefahrt teilzunehmen und die ihm überreichte Pudelmütze mit Humor zu tragen. An der ersten Ausfahrt des alten und nun wieder in Dienst gestellten Seglers werden 45 Seekadetten teilnehmen. Vor dem Ersten Weltkrieg war das Schiff als Weizentransporter zwischen Australien und Europa unterwegs. Nun dient es zur Schulung des seemännischen Nachwuchses. Aber Schlieven ging pleite. Die Pamir wurde zwangsversteigert. Als neue Eigner schlossen sich 40 deutsche Reeder zur Stiftung Pamir und Passat zusammen. 1955 werden Pamir und Passat überholt und bekommen neue Segel. Sie sollen wieder Fracht fahren zwischen Europa und Südamerika, gleichzeitig den Seemannsnachwuchs ausbilden. Ausgerechnet das Stammhaus der beiden Seglerlegenden blieb der Stiftung fern, die Reederei Leis. Sie hielt das Vorhaben für gefährliche Nostalgie. Ich vermute, dass der Grund gewesen ist, dass es nicht mehr ausreichend geschulte Stammbesatzung gab, mit dem man solche Segler hätte betreiben können. Denn zu dem Zeitpunkt waren schon keine frachttragenden Segelschiffe mehr im Dienst, sondern reine Segelschulschiffe, die nichts mit Ladung zu tun hatten. Die Pamir bringt nun Getreide aus Südamerika in den Hamburger Hafen. Gerste gilt als tückische Ladung. Wird sie nicht von Spezialisten säckeweise nach Plan verstaut, schwappt sie lose in den riesigen Laderäumen wie Wasser umher und kann das Schiff in gefährliche Schräglage bringen. Die Ankunft in der Heimat ist jedes Mal ein Ereignis. Die Besatzung, insbesondere die jungen Kadetten, sind die Nachwuchselite der deutschen Handelsmarine. Auf einem Motorschiff kann sich jeder ausbilden lassen. Die Pamir-Fahrer jedoch werden als letzte Abenteurer zur See hofiert. Warum haben Sie nun ausgerechnet ein Schulschiff, ein Segelschiff für Ihre Ausbildung, seemännische Ausbildung gewählt? Das hat einen besonderen Grund. Ja, um die echte seemännische Härte mitzubekommen. Ja, aber gleichzeitig ist das doch auch, hat das doch einen sportlichen Charakter. Sportlichen Charakter, jawohl. Man muss es als Sport auffassen, da man Tag und Nacht zum Teil auf den Beinen ist und dass es überhaupt auf jeden Mann ankommt. Bevor die angehenden Seeleute an Bord kommen, geht es auf die Seefahrtsschule zum Trockentraining. Zum Segeln braucht man nicht unbedingt Wasser. Man kann es auch an Land lernen. Die Jungen müssen es sogar. Vor der Praxis immer die Theorie, bis jeder Handgriff sitzt. Das kann im Ernstfall entscheidend sein. Die Ausbildungsplätze sind begehrt. Seemann werden bedeutet für viele auch Hauptsache weg von zu Hause. Wenn ich ganz ehrlich bin, war auch die Idee, nicht so lange zur Schule zu gehen, weil ich zur Schule keine sehr große Lust hatte, dass ich von zu Hause dann weggegangen bin und bin auf einem Finkenwerder Fischkutter angefangen, bevor ich zur Pamir kam. Damals, 1955, war es schwer, ins Ausland zu gelangen, insbesondere als Flüchtlingskind. Ich hatte kein Geld und man hing immer nur dort. Und jetzt endlich ein bisschen Abenteuerlust war natürlich auch dabei, das Unbekannte. Aber Neugier, dahin wollen, das war das Entscheidende.
kein Abschiedsschmerz, kein Oh Gott, sondern jetzt geht's los. Ziel Südamerika. Reisedauer ungewiss. 1 bis 2 Monate Atlantiküberquerung liegen vor der Besatzung. Hier zeigt sich, wer von den unerfahrenen Kadetten Seebeine für einen Windjammer hat. Und wer vielleicht besser an Land geblieben wäre. Der eine fühlt sich verloren in der unendlichen Weite des Wassers und der andere ist von dieser Weite, von der Unbegrenztheit begeistert. Das ist der Unterschied. Und wenn man jetzt oben im Mast ist, dann bildet man sich ja ein, hinter den Horizont gucken zu können, obwohl das ja absoluter Quatsch ist. Aber das Gefühl, hier oben, jenseits von Gut und Böse, von Kameraden, von Kapitänen, von Offizieren, da ist man ja noch freier, als wenn man im Tagesstress an Deck steht. Die Pamir steuert Orte an, von denen die meisten Deutschen damals nur träumen können. Rio de Janeiro. Mit Urlaub hat das zwar nichts zu tun, aber im Gegensatz zu heute ist noch Zeit für den Landgang. Und die Männer von der Pamir werden nicht als Touristen empfangen, sondern als Botschafter. Wir hatten ja alle eine Kadettenuniform, die sah sehr hübsch aus und fühlten uns auch so, dass wir im Ausland für Deutschland werben sollten und fühlten uns auch ein bisschen hervorgehoben, dass man uns das zutraute. Und es gab keine Säufer, keine Leute, die sich daneben benahmen. Es gab wirklich nur aus meiner Sicht positive Leute, mit denen man gerne auch sein enges Zusammenleben verbrachte. Denn an Bord ist man ja nie allein. Jeder weiß nachher jedes von allem. Und wenn da Leute nicht so sind, wie sie sein sollen, dann ist es halt die Hölle für den Untergebenen. Juchha lustig, ich bin Koch, trinko gern, ein Glas Grog. Das Essen war anders, als ich es von zu Hause gewöhnt war, will ich mal ganz vorsichtig sagen. Ich hatte erst beschlossen, nur gekochte Eier zu essen, weil da keine Kakerlaken drin sein konnten unter der Schale. So. Aber das hat sich dann schnell gegeben. Das Schlimmste war Kartoffelschälen. Backe Klüten, was bekannt, wenn ich erst in der Hand, muss sie dann kugelrund, schmecken gut, sind gesund. Also Arbeit, ach du lieber Gott, von morgens um 4 bis abends um 9. Das war durchschnittlich mittags 1,5, manchmal 2 Stunden Pause. Aber sonst in einem Strömel, ob Alltag oder Feiertag, jeden Tag gearbeitet. Im Dokumentarfilm von 1952 wird selbst das Deckschrubben zur unterhaltsamen Choreografie. Dabei ist es notwendige Schwerarbeit und gar nicht beliebt. Öder Bordalltag und mitreißende Segelschiffsromantik liegen auf der Pamir eng beieinander. Ja, das Eindrucksvollste für mich ist eigentlich, wenn das Schiff im Passat richtig gute Fahrt macht und wenn die Sonne scheint und man fährt also mit dem Schiff so ganz toll mit, steht auf der Back meinetwegen und das ist also ein unbeschreibliches Gefühl. Ne? Schiffe haben Seelen. Schiffe ist nicht nur ein Stück Material mit Eisen und Holz und Segeln so, sondern Schiffe leben. Allein mit Windkraft und Menschenkraft so ein Gebilde bewegen zu können, manövrieren zu können, ist faszinierend. Da geht einem das Herz auf. Entweder man macht da eine Reise und blieb an Land oder man geht nie wieder von Bord.
Filmstars werden gedoubelt. Hier ist die Hauptdarstellerin ein Großsegler. Der russische Viermaster Sedow spielt die Rolle der Pamir in dem ARD-Fernsehfilm Der Untergang der Pamir. Viel schwarze Farbe und zahlreiche Schönheitskorrekturen machen aus der 85 Jahre alten Sedow einen Flying P-Liner. Auch sie segelte früher unter deutscher Flagge. Ein Mammutprojekt mit hunderten Darstellern an 15 verschiedenen Drehorten. Vor der Kanareninsel Teneriffa werden die Szenen auf See gedreht. Eine Geduldsprobe für das Team, denn das Meer richtet sich nicht nach einem Drehbuch. Man sagt ja schon, Filme mit Wasser soll man meiden und Filme mit Wasser und einem Segelboot soll man doppelt meiden. Weil wir sind natürlich abhängig von Wind, von Wetter. Wir können in gewisse Richtungen oft nicht fahren, müssen uns dabei helfen. Aber letztendlich machten dann doch die Bilder, die man bekommt, die Mühe wieder wett. Um die Pamir kontrolliert versenken zu können, werden verschiedene Modelle gebaut. Eines davon ist 23 Meter lang und hat über 400 Quadratmeter Segelfläche. Die Besatzung besteht aus männlichen Barbie-Puppen. Doch die Mini-Pamir ist voll schwimm- und manövrierfähig. In einem riesigen Seebecken auf Malta läuft der Stuntsegler zu seiner ersten und letzten Fahrt aus. Es muss einmal links-rechts fahren, es muss rechts-links fahren, es muss in Flaute fahren, es muss im Sturm fahren. Also da gibt es schon mal Notwendigkeiten, dieses zu motorisieren, auch mit einem Bugstrahlruder zu versehen, damit es hier in diesem Becken schneller um die Kurve kommt. Da sind dann zwei Mann Besatzung drin. Malta ist nicht Hollywood, aber immerhin wurde hier schon einmal eine Titanic versenkt. Das Budget kann sich nicht mit amerikanischen Produktionen messen, doch gut 8 Millionen Euro sind auch kein Pappenstiel. Man kann einen solchen Stoff nur machen, wenn man bereit ist, eben dafür auch etwas mehr Geld auszugeben. Denn die eigentliche Tragödie besteht eben in dem Untergang des Schiffes und in dem Überleben von diesen 5 oder 6 Seeleuten. Und wenn man das nicht zeigen kann und wenn man das dem Publikum nicht, sage ich mal, auch auf einer sehr emotionalen Weise nahebringen kann, dann muss man das gar nicht anfassen. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich war zwar noch relativ klein, aber ich habe sehr wohl mitbekommen, wie meine Eltern doch sehr emotional bewegt waren, wie sie Radio hörten ununterbrochen, um zu wissen, was ist darauf. Und es war in diesem aufstrebenden Deutschland, was wieder Perspektive hatte, plötzlich auch diese jungen Kadetten, die verunglückten und die sterben mussten. Das war schon was, was, glaube ich, sehr viele Menschen erschüttert hat. Und nicht nur die, die an der Küste leben. Also ich habe damals in Nordrhein-Westfalen gelebt und es hat uns, meine Familie, genauso bewegt. Am 1. Juni 1957 bricht die Pamir von Hamburg nach Buenos Aires auf. Anstelle des erkrankten Stammkapitäns führt Johannes Diebitsch das Kommando. Auf einem Frachtsegler ist er schon lange nicht mehr gefahren. Im Hafen von Buenos Aires streiken die Stauer. Reederei und Kapitän beschließen, die Pamir mit Hilfe der eigenen Mannschaft und argentinischer Soldaten zu beladen. Ein riskantes Vorhaben, denn dies ist eigentlich etwas für Profis. Tagelang schuftet die Besatzung fluchend unter Deck. Der Staub der losen Gerste reizt die Schleimhäute und Atemwege. Als die Pamir schließlich ablegt, raunt der erste Offizier einem Kameraden zu: Ein Dampfer würde so nicht auslaufen. Die Heimreise verläuft zunächst normal. Doch dann entdeckt die Besatzung eines Flugzeugs einen gewaltigen Wirbelsturm über dem Atlantik. Carrie. Der Hurricane zieht zunächst in Richtung amerikanische Küste. Urplötzlich aber schwenkt er um fast 180 Grad und trifft am Morgen des 21. September mit voller Wucht auf die unvorbereitete Pamir. Wenn ich sage, ich hatte Bedenken, dann war das der Augenblick,
wo die Schlagseite so stark war, dass ich gedacht habe, Mensch, kommt der Kahn wieder zurück? Und der ausschlaggebende Punkt war der, dass der Funker plötzlich an Deck erschien. Da habe ich gedacht, Mensch, warum hören die auf zu funken? Und da haben die auch zum ersten Mal gesagt, oder da habe ich zum ersten Mal gehört, dass man SOS gefunkt hat. Vorher habe ich das nicht gewusst. Und da hatte ich das Gefühl, aubeia, das kann in die Hose gehen. Ich bin zum Beispiel noch mal nach Achtern gegangen. Das mag auch ein wesentlicher Bestandteil dessen gewesen sein, dass ich das schließlich überlebt habe. Und bin noch mal in die Matrosenmesse gegangen und habe noch einen ordentlichen Pott Tee getrunken. Und auch noch ein Stück Brot gegessen. Bis zur letzten Sekunde glaubt niemand auf der Pamir, dass das Schiff kentern könnte. Darum wurden auch nicht alle Segel geborgen und die Rettungsboote nicht rechtzeitig zu Wasser gelassen. Sind, die Toppen sind aufs Wasser geklatscht und ganz viele Leute sind nach links weggefallen. Ja, dann hatte ich die Schiffswand, wenn man so will, vor mir. Und dann trieb alsbald dieses Boot auf irgendwie. Das habe ich nicht beobachtet, aber es war dann plötzlich da. Und dann haben sich im Laufe des Tages und der Nacht immer mehr Leute angesammelt auf diesem Boot. Wir waren nachher 21 Mann. Die Boote, die sind jetzt auf dem Wellengang und wir sind unten im Wellental. Aber nebenan siehst du das Boot ja nicht. So, und dann hast du aber das Boot gesehen, hast gesagt, halt, da drüben ist ein Boot, da müssen wir hin. Alle losgeschwommen, inzwischen runter, wieder hoch, Boot war weg. Ach du lieber, da war das Boot auf einmal da, was ganz woanders. Weil man ja selber auch immer wieder die Orientierung verloren hat. Wir sind in Richtung Boot geschwommen und haben mit 10 Mann das Boot nach ein paar Stunden, das vielleicht 50 Meter von uns entfernt war, das Stück des Bootes nach ein paar Stunden erst erreichen. Mitten im Atlantik treiben die Männer getrennt in ihren beiden beschädigten Rettungsbooten. Ohne Proviant, ohne Trinkwasser, ohne Signalpistolen. Mehrmals sehen sie Schiffe, die sich an der Suchaktion beteiligen. Doch die kleinen Boote sind in der Dünung nicht zu erkennen. Zu den körperlichen Qualen kommt, dass bei einigen schließlich der Verstand aussetzt. Es ist ja so, dass das psychische Moment nachher sehr stark wird. Ne? Dass die Natur sich da Türen öffnet, die mit denen man nicht unbedingt klarkommt. Ne? Wenn einem so Bilder eingespiegelt werden, dann kann man vielleicht eine Zeit lang mit leben. Aber wenn jemand empfänglich dafür ist, dann kann man auch auf Bilder eingehen, die eben ungünstig sind. Ne? Dass man vielleicht die Vorstellung hat, dass Land in der Nähe ist oder so und schwimmt weg. Sowas hat es aus meiner Sicht durchaus gegeben. Ne? Es ging ja jeden Tag, ging immer einer oder zwei über die Seite. Vorher den Jungen halten, dem Jungen zureden und, wenn es sein musste, auch mal einer aufs Auge zu hauen. Und das nahm ja auch eine Zeit in Anspruch. Und wenn man die dann über die Kante gegeben hat, dann war man ja auch mal eine Zeit lang außer Gefecht.
Denn man hat die ja nicht einfach über Bord geschmissen. In einer Nacht bin ich mit Heiner Schmidt-Brinkmann vom Boot weggeschwommen auf so ein Fahrzeug zu. In dunkler Nacht. Und dann haben wir irgendwann aber gemerkt, dass wir nicht näher kommen. Und dann sind wir wieder umgekehrt und sind genau vor der Welle geschwommen und haben ab und zu mal gerufen und haben auf die Art auch unser Boot wieder gefunden. Also das ist ein Glücksfall sondergleichen. Wenn denn jemand anfing, auf den Daumen zu lutschen, nur als Beispiel, kann man heute drüber lachen. Das war Gefahrenstufe Nummer 1. Vom Daumenlutschen zum Salzwasser trinken. Das war eine Sache von einer Stunde. Und dann wieder eine Stunde, dann war derjenige weg vom Fenster. Da konnte man die Uhr nachstellen. Und warum das so ist, das kann man zwar medizinisch erklären, aber erklären Sie das mal einem 16-Jährigen, der schon im Halbdelirium ist. Dann, es war ja so, dass also Franz Hutschenreuder saß an dem einen Ende und ich an dem anderen. Und Franz ist also leider kurz bevor dieses amerikanische Coast Guard Schiff uns erreichte, ist er weggeschwommen. Also Zeiten kann man vielleicht 2 Stunden vorher oder so. Kann es nicht genau sagen. Jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Ich sitze hier und da sitzen die 4 Jungs. Ich hatte die immer im Auge. Jetzt sah ich da hinten im Rücken der 4 Jungs das Schiff. Aber ich sagte, Mensch, jetzt fängst du an zu spinnen, jetzt halt die Fresse. Also, blieb da, kam auch näher, immer wieder geguckt. Und da habe ich dann gesagt, ich glaube, Jungs, dreht euch mal um und sagt mir, was ihr seht. Dann haben die sich umgedreht, haben geschrien, ah, ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Naja, da wusste ich, dass ich nicht spinne. Ein amerikanischer Kreuzer fischt Dummer und 4 seiner Kameraden nach 56 Stunden aus dem Meer. Haselbach wird erst nach 72 Stunden gefunden. In Casablanca bereitet die internationale Presse den Schiffbrüchigen einen begeisterten Empfang. Unter ihnen auch der Vater eines der Geretteten. In einer Militärmaschine kehren die Überlebenden zurück nach Deutschland. Trauer um die toten Kameraden, die Strapazen, der Presserummel. Erst jetzt dämmert ihnen, was sie durchgemacht haben. Und doch denken sie schon wieder an die Zukunft. Durch diesen Ansturm der Presse haben wir natürlich gesehen, dass die Welt regen Anteil an dem Unglück nimmt. Und das freut uns natürlich auch. Und es macht uns doch irgendwie leichter. Ja, dieses Unglück irgendwie leichter. Nun habt ihr es hinter euch. Glaubt ihr, dass ihr euch schon entschlossen habt, ob ihr weiter zur See fahren wollt? Also entschlossen haben wir uns schon, nicht? Also wir wollen schon weiterfahren. Aber eben, wie gesagt, Weihnachten und Neujahr wollen wir zu Hause bleiben. Selbstverständlich. Schönen Urlaub, Weihnachten, Neujahr, wie Kuddel schon sagte. Und dann wieder zur See, ist doch unser Beruf. Und würdet ihr denn auch auf einem Segelschiff noch einmal anmustern? Ja, natürlich. Warum nicht, wenn wir die Chance haben? Also. Warum nicht? Klar. Noch ahnen Karl Otto Dummer und die anderen nicht, was sie zu Hause erwartet. Nicht nur Jubel. Viele Angehörige von Verstorbenen haben bohrende Fragen an die Überlebenden. Die Zeit nach meiner Rettung zu Hause, die war schlimmer als die ganze Zeit im Boot. Weil Eltern zum Beispiel zu mir gekommen sind und gesagt haben, wie ist mein Sohn gestorben? Und wenn ich ihn dann gesehen habe oder war zufällig bei mir
im Boot oder in meiner Nähe, dann konnte ich etwas dazu sagen. Und wenn ich dann gesagt habe, ach Gott, der ist ganz ruhig über die Seite gegangen, das haben die mir nicht geglaubt. Die haben mir quasi eine Tracht Prügel angeboten. Die wollten, dass ihr Sohn in Todesangst schreit oder was weiß ich. Das hat es nicht gegeben. Der letzte Akt der Pamir-Tragödie findet im Lübecker Rathaus statt. Ein halbes Jahr nach dem Unglück untersucht das Seeamt die Ursachen des Untergangs. Ein Spagat zwischen Aufklärung und Anteilnahme. Ich eröffne die Seeamtsverhandlung Pamir. 80 Seeleute, Kapitän, Offiziere, Stammbesatzung, die aus Idealismus die Härte und die zusätzlichen Gefahren und Entbehrungen der Segelschifffahrt auf sich genommen hatten. Und eine tapfere, hoffnungs- und tatenfrohe junge Mannschaft sind auf See geblieben. Ein äußerst heikler Prozess. Das spüren Beobachter, wie der Gerichtsreporter Gerhard Gründler schon am ersten Tag. Gegensätzliche Expertenmeinungen prallen unversöhnlich aufeinander. Auf der einen Seite die Segelschiff-Enthusiasten, auf der anderen Seite nüchterne Wissenschaftler. Und da kam für mich eins durch in dieser Verhandlung, dass Kapitäne, die nun mit Begeisterung viel Idealismus dieses Gewerbe betreiben, jetzt plötzlich gegenüberstehen Professoren von der Technischen Hochschule, die ihnen Stabilitätsblätter und Schlingerkurven vorhalten, wo sie dann natürlich reagieren und sagen, wir alten Fahrensleute, wir haben das im Knie, ob ein Schiff stabil liegt oder ob es nicht stabil liegt. Und da sagt der Professor Wendel von der Technischen Hochschule Hannover, an den ich mich noch erinnere, ja, man kann die Stabilität eines Schiffes nicht nach dem Gefühl beurteilen, das können Sie nur nach den Kurven. Und dieser Gegensatz zwischen Gefühl und Kurve, der war für mich damals besonders beeindruckend. Zentraler Streitpunkt: Hatte der Kapitän Fehler bei der Beladung im Hafen von Buenos Aires und der Segelführung im Sturm gemacht? Oder war der Rumpf durch den Orkan leckgeschlagen und der Untergang somit höhere Gewalt? Das durfte nicht passieren. Das durfte einfach nicht passieren. Ein Schiff, was so oft über Kap Hoorn gegangen ist, ein Schiff, was so viel abgewettert hat und dann in einem Hurrikan kam, der noch nicht mal als äußerst gefährlich angesehen war, da gibt es ganz andere Brummer, das heißt. Nicht. Da ist zum Beispiel durch den Hurricane Carrie ist ein Schiff gegangen, ein Motorschiff, die Anita, die ist mitten durch den Hurricane gegangen und hat das wunderbar überstanden. Die Pamir und von den Schlauchbooten. Höhepunkt des Verfahrens sind die Aussagen der einzigen Überlebenden. Viele Angehörige hoffen aber nicht auf Fakten, sondern auf Einzelheiten aus dem Schicksal der ums Leben gekommenen Seeleute. Wenn man die Büchse auf dem Kopf hielt, das blieb drin, das Zeug. Emotional war für mich die Aussage dieser ernsten jungen Männer, die gerettet worden waren. Und sie waren ja zum Teil auch in unserem Elternhaus. Wir hatten sie eingeladen nach Hause. Und ich hatte den Hintergedanken eigentlich auch, ich wollte hören, ob diese Jungs etwas wüssten von meinem Vater, von seinen letzten Minuten. Oder war er noch im Rettungsboot? Was ist gewesen? Aber wie ich es heute finde, haben diese jungen Männer alles, damals jedenfalls, mir gegenüber haben sie es nicht gesagt. Und sie haben es für sich selbst behalten und das war wahrscheinlich schwer genug. Am 21. Januar 1958 verkündet das Seeamt seinen sensationellen Spruch. Der Untergang der Pamir wäre vermeidbar gewesen. Bei der Besetzung des Schiffes mit Kapitän, Offizieren und Stammbesatzung haben sich die Schwierigkeiten ausgewirkt, die seit Jahren in dieser Richtung bestehen. Die Möglichkeit ist gegeben, dass die mangelnde Vertrautheit des Kapitäns mit den besonderen Segel- und Stabilitätseigenschaften der Pamir
und die nur begrenzte Segelschiffserfahrung des ersten Offiziers ungünstige Auswirkungen gehabt haben. Also es war zu merken, dass natürlich die Stiftung Pamir und Passat und die Reederei, die das Schiff beredert hatte für die Stiftung, daran interessiert waren, möglichst alles, was nach einem Versäumnis auf ihrer Seite hätte aussehen können, wegzuschieben. Und die haben natürlich dann unter der Decke auch mit dem Seeamt gerungen darum, dass da möglichst nichts aufkam, was sie belastet hätte. Das war eine Spannung, die über den ganzen Verfahren bis zum Schluss und danach, und das ist auch heute nicht zu Ende. Also es gibt immer ja noch Schriften, die sagen, das Urteil von Lübeck, das ist kein Urteil, aber der Spruch des Seeamts Lübeck sei falsch. Ich persönlich glaube das nicht. Zu den letzten deutschen Frachtseglern gehört die Viermastbark Passat. Sie liegt heute als Museumsschiff in Travemünde. Kurz nach der Pamir-Katastrophe gerät auch sie mit einer losen Getreideladung in einen schweren Sturm und wäre beinahe gekentert. Doch es gelang der Mannschaft, das Schiff aufzurichten und den nächsten Hafen anzulaufen. Das war die letzte Reise der Passat. Ganz gleich, ob sie eine nostalgische Erinnerung an glorreiche Zeiten oder eher ein Mahnmal ist, Passat und die Pamir lassen die, die mit ihnen zu tun hatten, nicht mehr los. Die Trauer ist immer da, durch 50 Jahre. Und man lebt zwar damit und man denkt im Laufe der Zeit nicht mehr jeden Tag daran. Aber mit dieser Tragödie beschäftige ich mich eigentlich immer, wenn die Jahreszeit wieder herankommt. Und was uns fehlt, ist ja auch ein Grab. Es ist nichts zurückgekommen. Ja, ich habe diesen Komplex weitgehend eigentlich